Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich wollte kurz auf eine Sache aufmerksam machen. Allah subhanahu wa ta'ala warnt uns im Koran davor, den Gelüsten zu folgen. Ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Hast du denjenigen gesehen, der sich seine Gelüste zum Gott genommen hat? Und zu den Gelüsten nehmen gehört, an das eine vom Koran zu glauben und das andere zu verleugnen. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Glaubt ihr an den einen Teil von dem Buch und den anderen verleugnet ihr. Und deswegen Leute, die sich heutzutage Muslime nennen und behaupten, es gäbe im Islam nur Rahma, es gäbe keine Bestrafung, sind keine Muslime, weil sie ganz klar und deutlich Verse, zahlreiche Verse des Korans verleugnen, wo von Bestrafung gesprochen wird. Und die Bestrafung ist eine Weisheit von Allah. Denn ohne Bestrafung gibt es keine Gerechtigkeit. Und durch die Bestrafung manifestiert sich die Gerechtigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt im Koran, فَالْيَوْمَ لَا تُذْلَمُ نَفْسٌ شَيْءٌ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Doch an jenem Tag wird keiner Seele Unrecht geschehen und jedem wird nur das vergolten werden, was er getan hat. Und deswegen, liebe Geschwister, lasst euch nicht von irgendeinem Gelaber beeinflussen, sondern lest den Koran und lest die authentischen Überlieferungen des Propheten alaihi salatu wassalam. Und ihr könnt unsere Worte auf die Waage stellen. Der Koran ist vorhanden, das ist nicht ein entferntes Buch, was irgendwo jemand versteckt hat oder irgendwo in einem geheimen Tresor wie im Vatikan oder sowas hängt. Der Koran, Alhamdulillah, ist unter den Muslimen bekannt. Und der Koran ist das häufigst auswendig gelernte Buch auf der Welt und aller Zeiten. Deswegen lasst uns gemeinsam am Seil Allahs festhalten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.